Hi, ich bin's, euer Stefan, und da euch das letzte Video scheinbar gefallen hat mit dem Ungeschnitten, probiere ich das jetzt einfach mal weiter, außer es laufen hier mal Leute vorbei. Da muss ich die leider rausschneiden. Auf jeden Fall, ihr wisst das vielleicht noch, habe ich vor 2 Jahren ungefähr, habe ich mir Barfußschuhe gekauft. Das Video kann ich euch gerne mal hier oben verlinken. Da habe ich zumindest erstmal so ein kurzes Vorfazit gezeigt oder gegeben. Und ein kleines Vlog war das, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich verlinke es euch einfach mal da oben und guckt es euch an. Auf jeden Fall habe ich die Schuhe jetzt seit 2 Jahren. Ihr könnt sie jetzt hier auch nochmal betrachten. So, ich hoffe, die Grashalme stören nicht zu sehr. Hier kann man ein bisschen sehen, hier ist die Sohle abgerissen, da bin ich wahrscheinlich irgendwo hängen geblieben. Hier, ich hoffe, man kann es sehen, ist aufgerissen und hier auch. Hier ist es auch ein bisschen und hier auch ein bisschen. Also das sind so ziemlich die gleichen Stellen, wahrscheinlich Abrieb. Aber man muss auch sagen, ehrlich gesagt, ich habe die Schuhe jetzt 2 Jahre und das sind eigentlich so ziemlich die einzigen Schuhe, die ich trage, außer Arbeitsschuhe, also wenn ich handwerklich aktiv bin. Aber wenn ich eigentlich normalerweise so freizeitmäßig rausgehe, okay, das war gerade Zug, den habe ich jetzt auch gerade rausgeschnitten, dann trage ich die Schuhe eigentlich immer. Von daher, nach 2 Jahren würde ich mal sagen, ist der Zustand, ihr seht sie ja, sehr, sehr gut. Unten die Sohle, also das sind die von Leguano, kann ich euch auch gerne mal hier oben verlinken. Die Sohle unten ist natürlich abgetreten, das waren immer so runde Nippel, ist aber auch vollkommen klar nach 2 Jahren. Fazit an sich kann ich sagen, Leguano, die Schuhe sind ganz gut. Der einzige Nachteil ist wirklich, die werden unheimlich schnell nass. Also ihr seht es ja, wenn ich jetzt hier den Fuß so flach mache, die Sohle ist sehr, sehr niedrig und dementsprechend kommt genauso schnell Wasser in den Schuh. Das ist natürlich ein Riesenproblem, sobald es ein bisschen geregnet hat, sobald die Straßen ein bisschen nass sind, also kleinste Pfützen, da muss ich schon den reinsten Hürdenlauf machen, kann man so sagen. Das ist ein riesen Nachteil. Es gibt noch andere Schuhe, die sollen wasserdicht sein oder so, aber die finde ich optisch gesehen nicht so toll. Auch bei anderen Firmen, die Schuhe sehen alle ziemlich gleich aus. Also das finde ich echt blöd. Und dann werden die Schuhe, die Füße werden auch extrem schnell kalt, wenn die, sobald sie nass sind. Also wenn es so 10, 15 Grad draußen hat und jetzt nicht eine Bullenhitze über 20 Grad, dann werden die Füße schon wieder Zug. Letztes Mal ist der nicht so oft gefahren. Naja, auf jeden Fall, dann werden die Füße auf jeden Fall relativ schnell kalt. Im Winter an sich, wenn es trocken ist, also wenn es jetzt geschneit hat oder gefriert und so weiter, dann ist es überhaupt kein Problem. Dann kann man mit den Schuhen auch ohne Probleme raus. Die Füße bleiben sogar warm. Also wenn man natürlich steht, dann werden die Füße genauso kalt wie bei den anderen Leuten. Also so als Vergleich habe ich das festgestellt. Aber sobald man anfängt zu laufen, wird der Blutkreislauf in den Füßen so extrem angeregt, dass die Füße sofort wieder warm sind. Also es war bei minus 10 Grad, glaube ich, war das, war ich gestanden, meine Füße waren richtig kalt, dann dachte ich, oh, jetzt muss ich schnell nach Hause, bin losgelaufen und es hat echt 100, 200 Meter hat es gedauert, dann waren die Füße wieder warm. Also das waren ein paar Minuten, ne? Nicht mal eine Minute vielleicht, waren die Füße wieder warm. Also das heißt, temperaturmäßig sind die Schuhe absolut geil. Wenn sie nass werden, ist auch absolut schlecht. Also im Sommer sollte man trotzdem auch Feuchtigkeit vermeiden, weil bis die trocken sind, das dauert eine Ewigkeit, auch wenn man barfuß drin ist. Und barfuß fühlt sich das auch meiner Meinung nach ein bisschen eklig an, wenn die Schuhe nass sind. Ansonsten, genau, ich gucke jetzt, dass ich neue Schuhe finde. Und zwar die halt eben, ich habe mal welche gesehen, die ja unten noch so ein bisschen imprägniert sind oder irgendwie so in der Art, also über der Sohle nochmal so ein Stück imprägniert, dass da kein Wasser so schnell reinkommt, dass ich halt zumindest jetzt nicht um jede kleinste Pfütze, also eine Pfütze, die so tief ist, dass ich da jetzt einen Hürdenlauf um solche Pfützen machen muss. Werde ich mal ausprobieren. Schlussfazit von Barfußschuhen allgemein, ich werde mir nichts mehr anderes kaufen. Barfußschuhe sind einfach so geil. Das ist, ich hatte eigentlich jahrelang auch Rückenprobleme, also mit meinem Kreuz. Das ging davor schon weg, also bevor ich die Barfußschuhe mir gekauft habe. Aber wenn die Barfußschuhe schlecht wären für unsere Haltung, für unseren Gang, dann hätte ich eigentlich sofort wieder Probleme bekommen müssen mit meinem Rücken. Und das habe ich nicht. Auch das Gefühl her, das ist so geil. Meine Schwiegermutter, die hat sich jetzt auch Barfußschuhe besorgt, die findet das auch absolut geil. Meine Freundin möchte auch jetzt Barfußschuhe haben, weil die das auch so cool fand. Wir wollten eigentlich damals für sie schon Schuhe mitkaufen, aber ich habe gemeint, also lass mich erstmal die ausprobieren und dann, wenn ich zufrieden bin mit den Barfußschuhen, wenn das auf Dauer so cool ist, dann bekommt sie auch welche. Was mir höchstens noch einfällt, ist es halt am Anfang, habe ich natürlich im Fußgelenk und so schon extreme Schmerzen gehabt. Also abends, das war so eine Art Muskelkater. Meine Fußgelenke waren es einfach nicht mehr gewohnt.
Das ist vielleicht der einzige Nachteil, den man anfangs hat. Aber das ist vielleicht an sich wie beim Krafttraining. Wenn man Sport anfängt, geht es einem am nächsten Tag meistens auch beschissen. Und so ähnlich war es bei mir. Von daher auf jeden Fall Barfußschuhe, Daumen hoch. Mich würde auch mal interessieren, wie eure Erfahrungen sind, ob ihr schon Erfahrungen gemacht habt, welche Marken ihr habt. Vielleicht könnt ihr mir ja auch Tipps geben. Schuhe, die einigermaßen in Ordnung oder cool aussehen und wasserdicht sind zum Beispiel. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren. Ciao, bis zum nächsten Mal.